Dann kann ich ja schon mal erzählen. Also, sehr lustig. Ich glaube, ich werde dieses Video hier Polizisten sind Schweine Teil 2 nennen. Einfach weil es gut passt. Ich bin nämlich gerade bei der Polizei gewesen, habe eine sehr bemerkenswerte Erfahrung gemacht. Und zwar hatte mir in dem Video, in dem Telefonat mit der Staatsanwaltschaft, in dem ersten Teil, Staatsanwaltschaft Telefonverarsche Teil 1, hatte mir die nette Dame am Telefon doch gesagt, irgendwann zwischendurch, ich soll doch einfach darauf warten, dass die Polizei mich abholen kommt. Ne? So, was ich da noch als sehr große Frechheit empfand, immer noch. Ne? So, und jetzt war ich gerade, weil ich im zweiten Telefonat ja auch nicht wirklich irgendwelche Antworten bekommen hatte und immer noch nicht wusste, wo ich hin soll, wann, wo sein soll und keine Ahnung, bin ich dann jetzt gerade hier in Düren zur Polizei gegangen. Ne, und habe dann da versucht, mehr herauszufinden. Und das Ding ist halt folgendes. Ich kam dann an und der Polizist hinterm Tresen ließ mich dann da durch die Schleuse, ich konnte dann rein und ich sagte, ich habe hier ein Problem. Ne? Lege ich ihm die Ladung dahin und ich habe schon zweimal da angerufen und ich werde hier offensichtlich von keinem ernst genommen. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir diesen Brief nicht geschickt. Ich sage, das ist ein amtliches Schreiben, über das ich hier rede. Und ich sage, wenn die das noch nicht mal ernst nehmen, wie soll ich es dann ernst nehmen können? Ne? Und ja, der Polizist guckte sich das dann halt so an und sagte, ja, da müssen Sie hier und da. Und so. Sondern sagte, ich guck mal. Da verschwand der hinten irgendwo, kam wieder zurück und sagte so, wissen Sie was? Wir haben hier noch nichts von Ihnen vorliegen. Sagte, wenn Sie jetzt da sich entscheiden, nicht hinzugehen, dann würde das dann jetzt ein paar Wochen dauern, bis wir dann mal irgendwann bei Ihnen vorbeikommen. Und dann dürften Sie hier einsitzen. Ja, ich sag, das ist doch mal ein Wort. Ich sag, das ist doch mal eine Information, mit der man was anfangen kann. Ich sag, cool. Ich sag, das bedeutet, ich sagte, Sie haben jetzt quasi diese zwei Möglichkeiten. Entweder einfach jetzt am Montag hinzufahren. Er sagte dann, nachdem ich ihm ganz offen locker rausgesagt habe, dass ich dann einfach Schwachsinn fahre, also, das habe ich jetzt aber nicht gehört. Ich sage, wieso nicht? Ich muss nochmal sagen, ich sage das nicht grundlos. Ich sage, Sie dürfen das ruhig hören. Ich sage, ich stehe dazu, ist kein Problem. Ich sage, ich will ja nur diesen Blödsinn hier nachkommen. Ich sage, und dann, ja, muss ich halt schwarz fahren. So, ich muss mal kurz die Nase putzen auch. Das war der Ozeandampfer direkt neben unserer Haustür auch. Der hupt immer parallel, wenn ich die Nase putzen muss. Arschloch. So. Jedenfalls grinste der Polizist und er sagte, ich hatte ihm das vorher schon erzählt, dass sie mir das gesagt hat, ne, in dem ersten Telefonat, dass ich doch einfach warte, weil sie ihren Geduldsfaden verloren hat, sollte ich doch einfach warten darauf, dass die Polizei kommt. Und nachdem er mir das sagte, habe ich ihn einfach nur so angeguckt, so verschmitzt und habe gesagt, so. Ich so, alles klar, dann sehen wir uns in ein paar Wochen, ne? Also, ja, cool. Der fand das total cool. Der fand das total cool, dass ich das da so mache. Ne? Der fühlte sich nicht verarscht, sondern der wusste, dass ich verarscht werde. Also, zum Thema Polizisten sind Schweine. Ich habe heute eine gänzlich andere Erfahrung gemacht. Also, das war es mir definitiv wert, mich dafür auch sofort wieder hier hinzusetzen und davon auch zu erzählen, weil ne, immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, auch Polizisten sind Menschen. Und ich habe gerade tatsächlich auf der Wache einen Menschen kennengelernt, der einfach nur in der Uniform steckte. Das war sehr schön, das zu sehen. So, ne, hey, der hat mir in die Augen geguckt. Ich konnte den mal da zurück. Das passte. So, ne, hey, wir sind nicht allein. Wir sind die ganze Armee, die ganzen Leute, die alle gegen uns gestellt werden. Das sind alles Menschen. Und ich weiß, dass deswegen das nicht lange halten wird, wenn die uns gegen uns stellen, weil die mit uns sein werden. Weil wir Menschen sind. Versuch mal, Menschen gegen Menschen zu stellen. Einfach bloß, weil sie Menschen sind.
da machen die Menschen nicht mit. Das zeigt die Geschichte immer wieder. Ayatollah Khomeini. Der hat doch diese friedliche Revolution damals quasi hingekriegt, wo der quasi 1 Million Leute auf der Straße stehen hatte gegen, keine Ahnung, zigtausend Soldaten. Und diese Leute einfach alle gesagt haben, hey, ballert uns doch alle weg. Das ist uns lieber, als dass wir jetzt mit euch gehen. Knallt uns doch einfach alle ab, dann sind wir alle einfach weg. Ja, sag mal eine Armee, dass sie ihr eigenes Volk totschießen sollen, die erinnern sich sofort daran, wo ihre Sofas stehen. Nämlich im Volk. Das sind welche von uns. Und die sind halt einfach nur, ne, die tun für Kohle halt alles, genauso wie eine Nutte. Das ist das Verhalten, was sie an den Tag legen. Aber sie sind Menschen und sie sind absolut okay. Und man, wenn man an den menschlichen Kern rankommt, dann kann man auch mit Menschen reden. Das war das, was heute bei den zwei Damen am Telefon von der Staatsanwaltschaft eben nicht möglich war. Mhm. Weil ich da nicht mit Menschen gesprochen habe am Telefon in dem Moment. Es redete kein Mensch mit mir, menschlich, sondern es redete ein Roboter. Etwas Ferngesteuertes mit mir. Deswegen würde ich nie gegen diese zwei Damen irgendwas persönlich sagen. Aber in der Funktion, in der ich jetzt mit ihnen zu tun hatte, nämlich, dass sie quasi eigentlich da sitzen, um meine Fragen zu beantworten, wenn ich, da steht ja für Rückfragen diese Nummer. Es wird schon von ungefähr, kommt nicht von ungefähr, dass die dann da sitzt, wenn ich anrufe, dann sagt die, Entschuldigung, eigentlich arbeite ich bei IKEA, ich weiß gar nicht, wie ich gerade hier hinkomme. Ich kann mit ihrer Frage nichts anfangen. Rufen Sie woanders an. Verstehst du? Hä? Achso, ich bin ja am Aufnehmen hier. Ach, richtig. Hab ich ganz vergessen. Ja. Also, ich werde am Montag nicht in den Knast gehen und einfach mal abwarten, was an uns soll. Das kann noch viel interessanter werden. Das wird noch viel lustiger. Ne? Mal sehen, wie weit die noch gehen, um 15 Euro von mir zu erpressen. Oder ob sie nicht irgendwann mal vielleicht dann doch einen Rückzieher machen und sagen, ja okay, dann akzeptieren wir halt seine Argumente, warum er da geparkt hat. Und dann lassen wir das Ding in den Müll fallen. So sieht das aus. Schönes Wochenende. Matthias, hier, Aufnahme beenden. Tschüss. Und lasst euch nicht unterkriegen, ey. So eine Scheiße braucht keiner mit sich machen zu lassen. Lasst euch einfach nicht weiter erpressen. Zahlt diese 15 Euro nicht. Ich bin offensichtlich der Erste, der sich da auf den Knast einlässt. Macht es nicht. Die fühlen sich verarscht, wenn ihr da anruft und sagt, ja okay, dann gehe ich jetzt den Tag in den Knast, aber die 15 Euro zahle ich nicht. Zahlt die 15 Euro nicht. Ihr geht nicht in den Knast, wie sich gerade rausstellt. Macht's gut. Bis dann.